3, 2, 1. Der Dünenläufer in Greimüritz zählt inzwischen zu den anerkannten deutschen Laufevents an der Ostseeküste. 374 Teilnehmer aus Deutschland und Europa gingen am 6. Oktober 2018 an den Start. 34 von ihnen absolvierten sogar den Dünenläufer Marathon Plus über 43,5 Kilometer. Am 24. Januar diesen Jahres zogen die Organisatoren zusammen mit den Partnern des Dünenläufers im Aquadrom in Greimüritz eine durchweg positive Bilanz. Neben einer wachsenden Teilnehmerzahl und zusätzlichen Sponsoren ist für Roman Ferken, dem Geschäftsführer der Tourismus und Kur GmbH, das wachsende Engagement der Greimüritzer selbst die wichtigste Bestätigung. Das muss ich ganz einfach immer wieder betonen, dass bei uns an der Strecke die Streckenposten, die fast alle aus dem Ort kommen, es kommen natürlich auch viele aus Rostock oder Umgebung, aber dass die so viel Begeisterung übertragen auf die Läufer, das imponiert mir im Prinzip am meisten, weil das ist nachher, wenn wir die Feedbacks ziehen und dann nochmal uns mit den Läufern unterhalten, somit für die das Größte. Neben der Natur einfach nochmal die Leute am Rand, die so herzlich ihre Freizeit dort da investieren, um da dabei zu sein und das Wasser zu reichen oder auch eine Banane oder einen Apfel zu reichen. Das ist schon immer schön zu sehen. Wunderbar. Siehst du, schon ist sie weg. Auch die Läufer schätzen die gute Organisation, die optimalen Bedingungen und die Stimmung an der Strecke. Sehr gut organisiert. Strecke war traumhaft. Gutes Essen, gutes Trinken, Leute nett. Einfach toll. Wir kommen wieder. Laut Marketingmitarbeiter André Priestaff liegen für den Dünenläufer 2019 schon jetzt wieder mehr als 40 Anmeldungen vor. Ziel sind 500 Teilnehmer. Für das Team um Roman Ferken ein realistisches Ziel. Wir versuchen natürlich jedes Jahr irgendwo was Neues noch zu kreieren. 2019 wird es der Paarlauf sein. Also wir teilen einfach die gesamte Marathonstrecke fast genau auf der Hälfte. Und lassen dann eben im Prinzip, ja, da kann ein Ehepaar, befreundetes Paar laufen und können dann hinterher sagen, ja, wir sind Marathon gelaufen, obwohl sie nur die halbe Strecke gelaufen sind. Der Dünenläufer 2019 soll vom 4. bis zum 6. Oktober ausgetragen werden. Neben der eigentlichen Laufveranstaltung am 5. Oktober gibt es ein Programm, das vor allem Familien in das Ostseeheilbad Greimüritz locken soll. Auch MV1 ist als Medienpartner der ersten Stunde 2019 wieder am Start und berichtet über den schönsten Naturlauf an der deutschen Ostseeküste. Mehr Infos zum Dünenläufer gibt es unter www.dünenläufer.de.